Hallo zusammen. ST 42. Und ich habe hier einen Verdampfer. Der soll die gleiche Leistung haben. Hat ein bisschen mehr Lamellen. Ist genau gleich breit. Ist aber statt 70 breit, ist dieser nur 45 breit. Ich habe hier eine Höhe von 160 mm und eine Länge von 330 mm und mit dem Rohr, was hier raussteht, ist für 430 mm. Also ihr seht, die zwei Verdampfer, die haben nach Hersteller die gleichen Leistungen. Kann man sich kaum vorstellen. Es ist aber so, weil hier kommen wir aus der gewerblichen Kälte und hier kommen wir aus der Fahrzeugkälte. Fahrzeugkälte, die sind im Klimasektor nicht so, ich sag mal, Energieeffizienz wie eine gewerbliche Kälte. Aus diesem Grund fahren die kleinere Verdampfer stärker belüftet. Das Lärmproblem ist auch nicht so ein Thema. Also heißt, ich habe im fahrenden Fahrzeug größere Geräuschkulissen, also kann ich hier mit dem stärkeren Lüfter fahren. Ja, das wäre die Alternative, wenn der so nicht passt. Hier oben bringe ich noch ein Video über 220 Volt Kühlaggregate und nicht 220 Volt Kühlaggregate, BD220 und hier ein Kühlaggregat Transcooler, die wir Standard an unseren Transportkühlern verbauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.